Hallo liebe Kinder, Wout Weghorst hier. Ich wens euch alle sehr viel Spaß bei der Wolfi Business Show. Herzlich willkommen zurück zu Wolfis Wissensshow, der Show für clevere Kids rund um das Thema Fußball. Ich bin Roland und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und nachher gibt es einen richtigen Promi zu sehen. Aber dazu später mehr. Zunächst möchte ich gerne den Namensgeber der Show präsentieren. Wolfi ist an meiner Seite. Wolfi, geht's dir gut? Ja? Top. Wolfi, geht's gut? Ich hoffe euch auch. Wir haben uns auch wieder auf das Coronavirus testen lassen, alle negativ. Wir werden weiterhin die Abstände einhalten. Ihr kennt das. Aber nun kommen wir zur Show. Wir fangen an mit unserem beliebten Spielerrätsel, wo ihr mitraten könnt zu Hause. Vielleicht erkennt ihr den Profi, knobelt einfach mit. Und falls ihr den Profi noch nicht kennen solltet, dann schaut zumindest, dass ihr das Land erratet. Punkt Nummer zwei ist, wir zeigen euch, was das Thema Deutsch mit dem Fußball zu tun hat. Wir schauen mal in ein Interview rein, was es da so Wichtiges zu erleben gibt, was man da sozusagen auch lernen kann und passt fleißig auf. Punkt Nummer drei, ein Spiel für zu Hause. Das kennt ihr, wir werden jedes Mal ein anderes Spiel präsentieren. Es ist so, dass ihr an der Stelle ein bisschen mitknobeln könnt. Macht es euch zu Hause auf der Couch mit der Familie gemütlich und dabei wünschen wir euch jetzt schon viel Spaß. Und abschließend unser Promi aus dem Frauenbereich. Vielleicht erkennt ihr sie schon. Sie wird ein paar spannende Einblicke in ihr sportliches Zuhause uns geben. Und wir werden mal so sprechen, wie sie dann das Thema Interview zum Beispiel auch empfindet. Dementsprechend, wir wünschen euch viel Spaß. Los geht's! Heute starten wir wie gewohnt mit unserem Spielerrätsel. Das bedeutet, wir werden euch einen VfL-Profi präsentieren und sein Herkunftsland. Ich bin aber nicht alleine da, sondern Lena ist an meiner Seite. Hi! Ich werde gleich die Informationen über den Spieler geben und Lena und Wolfi die Informationen über das Herkunftsland. Ich würde sagen, wir fangen an. Das Parlament der Europäischen Union hat in der Hauptstadt dieses Landes einen ihrer Hauptsitze. Der gesuchte Spieler ist zweifacher Familienvater. Das Herkunftsland unseres Spielers ist bekannt für seine Schokolade. Der Spieler ist ziemlich groß. Die Spieler der Nationalmannschaft dieses Landes werden auch die Roten Teufel genannt. Im September 2020 hat er das erste Mal für seine Nationalmannschaft gespielt. Das Land, das wir suchen, hat drei Amtssprachen. Nämlich Niederländisch, Französisch und Deutsch. Na, habt ihr schon eine Idee? Falls nicht, er ist schon ganz schön lange in unserem Verein, seit 2015. Aus dem Land unseres Spielers kommt auch unser ehemaliger Spieler Kevin De Bruyne. Der gesuchte Spieler versucht, die Tore zu verhindern. Im Herkunftsland unseres Spielers wurden die Pommes Fritz erfunden. Na, habt ihr eine Idee? Falls nicht, er trägt die Rückennummer 1. Na, welchen Spieler und welches Land haben wir gesucht? Es war Koen Casteels aus Belgien. Das Spielerrätsel, das war ja heute wieder spannend, oder? Der Roland, der hatte in der Einleitung ja schon angekündigt, dass wir heute einen Promi zu Gast haben. Dieser Promi ist unsere Spielerin Joelle Wedemeyer von unserer Frauenmannschaft. Und ich werde die heute ein bisschen interviewen. Roland, kannst du mir noch ein paar Tipps für das Interview mit auf den Weg geben? Na klar, ich habe da so ein bisschen was vorbereitet. Der Wölfi wird das mal aufdecken. Genau, und das schauen wir uns gleich mal ein bisschen näher an. So, Lena, dann schauen wir uns das Thema Interview mal ein bisschen genauer an. Wir haben diese 5 Punkte. Und am Anfang geht es los mit der Vorbereitung. Das ist ganz wichtig, dass man sich mal informiert, mit wem trifft man sich eigentlich. Da kann man mal ins Internet gehen, ein paar Informationen raussuchen, um dann auch Bescheid zu wissen, was man vielleicht von der Person erfragen könnte, was spannend wäre. Da habe ich ja Glück gehabt. Über Joelle Wedemeyer habe ich echt schon viele Infos gesammelt. Cool, sehr gut. Das ist schon mal Schritt 1. Dann ist es so, es gibt die W-Fragen. Die haben wir da hinten mal aufgeschrieben. Wer, was, wann, wo, wozu, wie, warum. Dadurch bekommt man einfach nochmal viel mehr über die Person raus, wenn man die halt dem jeweiligen stellt. Okay, also könnte ich Joelle quasi fragen,
Seit wann spielst du beim VfL Wolfsburg? Oder warum spielst du beim VfL Wolfsburg? Zum Beispiel. Dann kriegt man ganz interessante Sachen raus. Und das passt auch ganz gut zur nächsten Kategorie, offene Fragen stellen. Was ist eine offene Frage, was ist eine geschlossene Frage? Hast du eine Idee? Also ich könnte mir vorstellen, dass offene Fragen eine offene Antwort brauchen und geschlossene Fragen vielleicht eher so Antworten wie Ja oder Nein. Genau, sehr gut. Zum Beispiel, wenn man sie fragt, ob sie deutsche Meisterin geworden ist 2020, dann würde sie sagen, ja. Aber wenn man fragt, wie war es für dich, deutsche Meisterin zu werden, dann kommt, es war super, es war toll, da kommen richtig viel mehr Informationen bei raus. Dementsprechend, offene Fragen, da kriegst du immer ein bisschen mehr aus der Person raus. Okay, dann notiere ich mir, offene Fragen stellen. Sehr gut. Nachdem wir über offene Fragen gesprochen haben, kommt Punkt Nummer 4, und zwar Pünktlichkeit und Interesse. Es ist ganz wichtig, dass man sehr pünktlich da ist, dass man nicht zu spät kommt, weil das gebietet sich einfach, das ist einfach der Respekt dem anderen gegenüber und dass man Interesse zeigt. Das ist ja ziemlich gut. Pünktlich und interessiert bin ich sowieso. Sehr gut, das freut mich. Und abschließend ist es so, dass man sich als Danksagung bei der Person bedanken sollte, dass sie sich die Zeit genommen hat, dass sie so viele Informationen gegeben hat. Das ist auch nochmal ganz wichtig, um auch ein schönes Erlebnis gemeinsam gehabt zu haben. Okay, Roland, also ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt gut vorbereitet bin für das Interview nachher. Vielen Dank, dass du mir so viel beigebracht hast. Sehr gerne. So, Lena, nachdem du jetzt was zum Thema Interview gelernt hast und bevor du zu Joelle gehst, würde ich vorschlagen, dass wir wieder ein kleines Spiel machen. Was denkst du? Ja, sehr gerne, können wir machen. Dann lass uns doch mal Ich packe meinen Koffer spielen. Oh, cool, das habe ich schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Dann lass es uns spielen. Also ich würde sagen, Wölfi ist schon richtig in Stimmung fürs Spiel. Wir spielen jetzt nämlich Ich packe meinen Koffer. Das bedeutet, ich werde einen Begriff sagen zu einem gewissen Thema und dann wird die Lena, die wieder an meiner Seite ist, diesen Begriff wieder aufnehmen und einen zweiten Begriff hinzufügen, sodass wir immer mehr unser Gedächtnis anstrengen müssen, um die Begriffe uns weiter ins Gedächtnis zu rufen. Lena, welches Thema wollen wir denn gerne machen? Ja, lass uns doch einfach das Thema alles rund um ein Fußballspiel einpacken. Das finde ich eine gute Idee. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Ball. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Ball und Fußballschuhe. Ich packe meinen Koffer, nehme mit einen Ball und Fußballschuhe und mein Trikot. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Ball, Fußballschuhe, ein Trikot und eine Hose. Oh, das wird langsam schon tricky, sage ich euch. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Ball, meine Schuhe, mein Trikot, meine Hose und meine Badelatsche. Okay, jetzt muss ich mich schon langsam echt konzentrieren. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Ball, Fußballschuhe, ein Trikot, eine Hose, Badelatschen und Duschgel. Okay, also ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Ball, ein Trikot, meine Schuhe, meine Hose, Badelatschen, Duschgel und meine Socken. Also Roland, ich glaube, deine Reihenfolge hat nicht ganz gestimmt und das würde bedeuten, dass ich gewonnen habe. Ich glaube es auch. Yes! Ich packe meinen Koffer, könnt ihr also auch super zu Hause oder auf der Autofahrt spielen. Ich bin jetzt bereit für das Interview mit Joelle und gehe jetzt einfach mal los. Schon. Hi Joelle. Hallo. Hi.
Hi. Genau, ich bin Lena und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns gefunden hast und einmal mit uns hier durchs AOK-Stadion gehen wirst und uns ein bisschen erklären wirst, wie eigentlich so ein Spieltag bei euch, bei eurer Frauenmannschaft abläuft. Genau, sehr gerne. Eine Frage vielleicht direkt zum Anfang. Wann trefft ihr euch denn hier vorm AOK-Stadion am Spieltag? Also wir treffen uns 3 Stunden vor Anpfiff im Courtyard Hotel, direkt am Allersee. Dann gehen wir eine Runde spazieren, wo wir auch unsere feste Route haben. Anschließend gehen wir dann gemeinsam hier rüber, wo wir dann so circa 90 Minuten vor Anpfiff dann auch hier direkt vom Stadion anzutreffen sind. Gehen gemeinsam runter in die Kabine und die würde ich dir auch direkt mal zeigen. Da sind wir. Mann, ist das schön grün und weiß hier. Sieht ja fast ein bisschen aus wie bei uns im Studio. So, ich setze mich hier einfach mal hin, ja? Ja, klar, mach das. Auf wessen Platz sitze ich denn jetzt? Habt ihr eine feste Sitzordnung hier? Ja, wir haben schon eine relativ feste Sitzordnung, zumindest die meisten. Ich sitze immer ganz hinten rechts. Mhm. Und dann kommt hier Lena auf den nächsten Plätzen. Mhm. Ja, genau. Aber manche rotieren natürlich auch immer, kommt drauf an, wer im Kader ist. Ja. Ziemlich cool, ich sitze auf Lenas Platz und heiße Lena. Genau, also ihr kommt, wenn ihr am Stadion angekommen seid, geht ihr dann auch ziemlich zielstrebig hier in die Kabine, ja? Genau, das ist eigentlich der direkte Weg hierher. Dann hängen schon unsere Trikots und alles bereit. Dann stellen wir unsere Sachen ab und die meisten von uns gehen nochmal raus auf den Rasen, schauen, welche Schuhe wir anziehen, ob Eisenstollen oder normale Nockenschuhe. Dann kommen wir zurück und ziehen uns um. Okay, ja. Und wie lange geht es dann? Also ihr seid dann wahrscheinlich ein paar Minuten hier in der Kabine. Wie lange braucht es ungefähr, bis ihr dann rausgeht? Wie viele Minuten vorher macht ihr euch warm? Also wir gehen immer so um Punkt 14 nach eigentlich raus. Mhm. Und ja, vorher aktivieren wir uns aber schon hier innerhalb der Kabine. Hier haben wir Terrabänder, Blackwalls und alles, was wir brauchen. Um die Ecke sind unsere Physio-Liegen. Das heißt, wenn jemand irgendwie nochmal ein Tape braucht oder so, geht er dorthin. Dann läuft immer gute Musik, die uns motiviert. Und ja, dann gehen wir raus. Das ist ja eigentlich gar nicht ganz so anders wie bei unserer Männermannschaft. Ich meine, da war ich ja schon bei Nils, unserem Zeugwart. Eine Musikbox habe ich mitgeschleppt. Die Kabine wird auch immer vorbereitet. Ich glaube, euer Zeugwart heißt Kulle, richtig? Ja, genau. Genau, dann macht das der Kulle. Und ja, ziemlich cool, dass ihr euch vorm Spiel auch schon warm macht, also bevor ihr euch aufwärmt. Das war mir überhaupt, das weiß nicht, Kinder, wusstet ihr das? Ja, genau, ist sehr wichtig, weil jeder ja doch irgendwie seine eigenen Baustellen auch am Körper hat. Und dann macht jeder das, was er gerade braucht und damit er dann selbst, also seinen Körper selbst für sich bereit fürs Spiel macht. Joelle, ich meine, im Fußball ist es ja oft so, viele Leute haben auch irgendwie Glücksbringer. Hast du auch einen? Also ich habe eigentlich nur meinen Schmuck, den ich halt an mir trage, so meinen Arm, meine Kette und meinen Ring. Und den lege ich dann immer hier oben hin, da habe ich eine Box, die ich immer mitnehme und dann ist er da gut verstaut. Perfekt, ja gut, mit aufs Spielfeld nehmen darfst du ihn wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay. Du, Joelle, ich finde das hier drin echt alles ziemlich interessant. Ich meine, es ist ja auch ziemlich groß. Darf ich mich hier mal ein bisschen umschauen? Klar, du kannst überall reingucken, in jede Tür. Da hinten sind zum Beispiel die Duschen. Und auch ansonsten kannst du in jede Tür reingucken. Ja, dann mache ich das doch mal. Acht Duschen sind hier. Hä, aber was sind denn das da für Tonnen? Sieht ja irgendwie aus wie eine Regentonne. Und hier, das sieht aus wie eine Eismaschine. Joelle, was sind denn das da für Tonnen und wofür ist diese Eismaschine da? Das ist für Eisbäder. Da kommt dann Crushed Eis und kaltes Wasser rein. Das ist für eine schnelle Regeneration nach dem Spiel, wo man dann so 1 bis 2, vielleicht auch 3 Minuten, wenn man es aushält, drin stehen bleiben kann. Und dann werden einmal die ganzen Beine durchkühlt und ja, dadurch regeneriert man dann besser. Klingt ja irgendwie nach einer ganz schön frostigen Angelegenheit. Apropos Spiel, würdest du mir mal euer Stadion von innen zeigen? Natürlich, gerne.
auch so, wenn ihr dann rauskommt aus der Kabine, passt ihr euch auch direkt den Ball zu oder müsst ihr erstmal laufen? Also erstmal laufen wir, haben dann auch Lauf-ABC. Dann dehnen wir uns kurz und dann geht es erst an den Ball. Ah, okay. Und ja, wie lange macht ihr das so vom Spiel? Ich muss sagen, das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß immer nur, wann wir rausgehen und der Rest ist dann eigentlich von den Trainern getimt, die dann die Uhr im Blick haben. Okay, also so fokussiert, die Uhrzeit gar nicht mehr so richtig im Blick. Genau. Ja. Und dann kommt ihr da raus fürs Spiel dann, also ihr geht dann noch mal kurz in die Kabine und kommt dann fürs Spiel da raus, wo wir auch gerade rausgekommen sind, ja? Genau, wir gehen dann nach dem Aufwärmen noch mal kurz zurück, ziehen unsere Trikots an, dann kommen die Trainer noch mal und das Staff-Team rein, werden abschließende Worte gesagt und dann gehen wir hier durch den Spielertunnel raus. Okay, perfekt. Ich habe gesehen, du hast so ein krasses Tor gegen Eintracht Frankfurt geschossen. Ich glaube, es war in der 13. Minute das 1:0. Wie fühlt man sich denn, wenn der Ball immer und immer länger wird und dann oben da im Knick direkt reinfällt? Das muss mega Gefühl sein, oder? Ja, also es war genial. Ich habe mich auch sehr gefreut. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn auch Zuschauer hier gewesen wären. Aber es war auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Dadurch, dass es auch ein relativ wichtiges Tor war, natürlich noch mal mehr. Und ich wollte ihn tatsächlich auch so, aber dass er dann natürlich direkt in den Knick geht, das ist dann ja, einfach toll gewesen. Und definitiv ein Sonntagsschuss. Ja. ihr seid ja jetzt die letzten Jahre auch wirklich mehr als erfolgreich unterwegs. Ich meine, letztes Jahr habt ihr wieder die Meisterschaft, den DFB-Pokal gewonnen. Ja, wie ist das, wenn man so einen Titel gewinnt? Ja, also ich glaube, das ist das, worauf wir das ganze Jahr oder die ganzen Jahre darauf hinarbeiten. Weswegen auch die ganzen Neuzugänge halt zu uns kommen. Und alle sind einfach hungrig auf weitere Titel. Und ich kann dir auch gern gleich mal die Pokale zeigen. Boah. Das wäre natürlich richtig cool, wenn ich jetzt noch die Pokale sehen dürfte. Voll die Ehre. Sehr, sehr gerne. Dann komm. Boah, voll der Geheimgang hier. Direkt vom Stadion in die Fußballwelt. So, da sind sie. Wow, mega cool. Und die beiden habt ihr jetzt letztes Jahr als Mannschaft gewonnen, ja? Genau, einmal die Meisterschale und einmal den DFB-Pokal. Okay. Was ist ein cooleres Gefühl, Meisterschaft oder DFB-Pokal zu gewinnen? Das kann ich so nicht sagen. Also auf die Meisterschaft arbeitet man ein ganzes Jahr hin. Beim DFB-Pokal ist es halt einfach ein K.O.-Spiel, ein richtiges Finalspiel, wo dann die Emotionen natürlich noch mal ein bisschen größer sind, weil es wirklich um alles geht. Und die Meisterschaft haben wir ja auch vorzeitig geholt. Aber trotzdem, es sind einfach beides zwei wichtige Titel und ich glaube, jeder Titel zu gewinnen macht Spaß. Am Ende umso schöner, wenn man zwei feiern kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Diese Pokale, die sind ja jetzt die Trophäe für die Mannschaft. Ihr als Spielerin dürft ihr ja quasi nicht mit nach Hause nehmen. Bekommt ihr auch irgendwie immer noch mal was überreicht, was ihr für euch persönlich in, sag mal, euer eigenes kleines Museum stellen könnt? Genau, jede Spielerin bekommt noch mal eine Medaille. Ich habe dir auch mal die mitgebracht. Einmal von der Meisterschaft, wo dann auch die Meisterschale drauf abgebildet ist. Einmal vom DFB-Pokal. Und bei der Champions League ist es jetzt leider nur die Silbermedaille. Aber trotzdem, das sind so die Sachen, die man dann zu Hause selbst sammeln kann und in seine eigene Vitrine stellen kann. Ich denke, alles drei Medaillen, auf die man mega stolz sein kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Du bist auch schon ziemlich lange beim VfL, richtig? Ja, ist jetzt meine 8. Saison hier in der ersten Frauenmannschaft. Und vorher habe ich schon 2,5 Jahre bei den Mädchen in der Jugend gespielt. Okay, das ist sehr interessant, weil ich habe da so ein Video gesehen. Ich glaube, es ist 2 oder 3 Jahre alt. Da seid ihr als Mannschaft nach dem Gewinn des DFB-Pokals in Köln ins Interview von Stefan Lerch gerannt und habt da mit Wasser rumgespritzt und habt den gefeiert und habt gesungen, dass ihr Doublesieger seid. Das war ja in einem Pressekonferenzraum. Haben wir so einen Raum im AOK-Stadion auch? Ja, der ist unten bei den Kabinen auf der anderen Seite. Soll ich ihn dir mal zeigen? Oh, sehr gerne. Also in dem Video, ich meine, das war nicht hier im Stadion, ich glaube, das war in Köln, da wird ja immer das Pokalfinale gespielt, da saß der Stefan Lerch ungefähr hier. Wie läuft das denn ab, so eine Pressekonferenz?
Genau, wir haben also meistens 1 bis 2 Tage vor dem Spiel haben wir dann eine Pressekonferenz, wo immer die beiden Mannschaften dabei sind, wo dann der Trainer ist und dann meistens noch eine Mitspielerin. Und ja, dann sitzen hier die ganzen Journalisten, die halt Fragen stellen können. Und direkt nach dem Spiel ist dann auch nochmal eine Pressekonferenz auch hier. Okay, wollen wir so eine Pressekonferenz oder so eine Interviewsituation vielleicht mal nachspielen, dass ich dich mal interviewe? Klar, können wir machen. Ja? Okay, willst du dich dort hinsetzen? Mach ich. Gut, ich setze mich dann auf den Platz. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nochmal ganz kurz weg. Weshalb bin ich jetzt nochmal hier? Wer warst du nochmal? Ich bin Joelle Wedemeyer. Ah, okay. Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Was sollten wir jetzt besprechen? Du wolltest mich interviewen. Ich hatte irgendwie gar keine Lust, Fragen vorzubereiten. Du bist Fußballerin, richtig? Das habe ich irgendwie mitgekriegt. Ja, hast du sonst auch noch andere Hobbys? Also Fußball war ja ganz früher mein Hobby und jetzt hatte ich das Glück, dass ich quasi mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es auch irgendwo immer mein Hobby bleiben wird, weil nur dadurch ist halt der Spaß aufrechtzuerhalten. Und das ist ganz wichtig, da man nur so Leistung bringen kann. Und ja, so habe ich natürlich mein Hobby irgendwie den ganzen Tag auszuführen. Okay, Joelle, du hast bestimmt schon von Anfang an gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Ich wollte mal kurz zeigen, wie man es eigentlich nicht macht. Unsere Kinder werden das vielleicht auch gemerkt haben vom Fernseher. Der Ronald hat mir vorhin erklärt, wie man eigentlich ein Interview führt. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ja. Und ich denke, ich habe doch recht gute Hinweise gegeben, wie man es nicht macht. Genau, mir war schon relativ schnell klar, dass hier irgendwas nicht stimmt, weil so unvorbereitet ist eigentlich niemand. Okay. Ich komme nochmal zu dir da eben nach vorne. Ich würde mich nämlich einfach gerne nochmal bei dir bedanken, dass du Zeit für uns hattest dass du uns hier so ein bisschen mitgenommen hast durch die Welt, sage ich mal, des AOK-Stadions, durch deinen Alltag als Profifußballerin und hoffe, dass ich irgendwann auch mal wieder ins Stadion kommen kann, wenn Zuschauer wieder erlaubt sind. Und ich habe gehört, du gehst jetzt noch zum Training. Genau, wir haben jetzt in einer Stunde Trainingsbeginn. Na, perfekt. Dann viel Spaß beim Training, viel Erfolg. Und ich würde sagen, wir geben einmal zurück zu Roland und Wölfi ins Studio. Von meiner Seite war es das auch. Und macht's gut! Lena und Joelle haben Wölfi inspiriert, mal wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. Ich hoffe, ihr seid auch zu Hause aktiv und bewegt euch ein bisschen in der schweren Zeit. Und ihr habt hoffentlich aufgepasst bei unserer Show. Und zwar Lena und Joelle, was für Pokale haben sie sich angeguckt in der Fußballwelt und wie viele W-Fragen gibt es eigentlich? Darüber hinaus haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch. Guckt mal zu Hause, dass ihr ein Interview führt mit euren Eltern, mit euren Geschwistern, dass ihr das aufschreibt oder einen kleinen Podcast macht oder uns ein kleines Video schickt. Und zwar das Ganze an fußballwelt@vfl-wolfsburg.de. Und dann hoffen wir, dass ihr viel Spaß hattet und macht's gut!